Herzlich willkommen, meine Damen und meine Herren, zum Wochenende hin zu Micknaufs Daily. Ja, schwierige Situation aktuell beim Leitindex, beim DAX. Wir haben es ja mehrfach versucht, an die Marke von 13.200 heranzulaufen und diese zu überspringen. Das wäre auch dringend notwendig gewesen, um weiter steigende Kurse zu sehen. Aber da ist der Markt an der 13.200er Marke immer wieder auch abgeprallt. Und da kommt jetzt die alte Börsenweisheit mit ins Spiel. Was nicht steigen kann, ja, das muss irgendwann mal fallen. Und das scheint heute tatsächlich am ersten Handelstag im neuen Monat, am 1. Dezember, der Fall zu sein. Wir tauchen ordentlich ab unter die Marke von 13.000 Punkten, halten selbst die 12.900er Marke aktuell nicht, aber das ist für uns absolut notwendig, denn unser erstes Allzeithoch, diese 12.952, die ist natürlich wichtig für uns und die müssen wir auch ganz klar dementsprechend halten, weil ansonsten könnte es tatsächlich weiter bergab gehen. Ja, was sind aktuell die Gründe, dass wir vor allen Dingen hinter dem Dow Jones hinterherlaufen? Der Dow Jones S&P 500 macht ja momentan ein Allzeithoch nach dem anderen. Der Dow in den Vereinigten Staaten längst schon über der Marke von 24.000 Punkten gelegen, hat allein jetzt im letzten Monat an die 3% gut gemacht, wo wir noch massiv hinterherlaufen. Ja gut, wir haben für uns natürlich zwei Gründe ausgemacht. Der Euro zum US-Dollar läuft immer wieder auf 1,19, über 1,19 in Richtung 1,20 bei Zeiten schon rauf. Naja, da hat man Ängste und Befürchtungen, dass vor allen Dingen die exportorientierten Werte da natürlich massiv mit zu kämpfen haben und unter die Räder geraten. Auf der anderen Seite geht es natürlich auch politisch nicht unbedingt weiter. Die Sondierungsgespräche im Rahmen einer großen Koalition laufen ja, aber so richtig weiter, so richtig Ergebnisse kann man da aktuell auch nicht dementsprechend vorzeigen. Also manch einer hätte natürlich auch ganz gerne, dass wir in Deutschland dahingehend Stabilität bekommen, politische Stabilität und das so schnell wie möglich. Aber das zeichnet sich überhaupt nicht ab und deswegen der Markt hier nicht unbedingt zufrieden. Diese Ungewissheit, die mögen natürlich weder die Bürger noch letztlich die Börsianer. Das heißt also, jetzt müssen wir schauen, ob wir heute Nachmittag noch ein bisschen Rückenwind aus den Vereinigten Staaten bekommen, um uns zu erholen, denn ansonsten könnte es tatsächlich weiter bergunter gehen. Ich habe persönlich immer noch die Hoffnung, dass wir ein sogenanntes Window Dressing sehen, dass die Fondsgesellschaften vielleicht dann doch im Dezember nochmal ordentlich zukaufen, um halt eben die Portfolios ihrer Kunden noch ein bisschen aufzuhübschen, dass man sich dort halt eben gerade die großen Titel, die gut gelaufen sind, dementsprechend nochmal ins Portfolio legt. Aber das, wie gesagt, auch nur ein Aspekt. Müssen wir mal abwarten, ob das tatsächlich der Fall ist. Ja, dann haben wir diese Woche ja das große Thema Bitcoin gehabt. Mittlerweile, warnt ja bereits die Bundesbank und auch die Federal Reserve vor dieser sehr hochspekulativen Währung. Ja, ich bin der Meinung, das ist sicherlich ein Instrument für alle die, die damit umgehen können, die Nerven dazu haben, aber sicherlich nichts, um halt eben hier einen langfristigen, ordentlichen, stabilen Vermögensaufbau zu planen. Da sollten sie dann eher die Finger weglassen von den Kryptowährungen, die halt eben enorm schwankungsanfällig sind. Wir haben es ja diese Woche halt eben mal gesehen, dass der Bitcoin gerade, sagen wir mal, in US-Dollar rechnen, auf 11.000 gelaufen ist, dann aber am gleichen Tag dann auch wieder abgesackt ist auf 9.500. Also da sind wir schon Schwankungsbreiten drin. Da braucht es Nerven zu, da braucht es auch dementsprechend Kapital zu. Und das sind nun sicherlich keine Maßnahmen für Sie, um längerfristig Ihren Vermögen dementsprechend zu schützen oder aufzubauen. Ja, dann hatten wir diese Woche noch das große Thema Lufthansa und Niki. Ja, bekommt man die Niki oder nicht die kleine Fluggesellschaft? Das schwebt also noch, aber die Lufthansa-Aktie hat sich wirklich hervorragend entwickelt, muss man sagen, ist ja bis zu 30 Euro nach oben gelaufen. Aktuell ist mir der Titel schon wieder fast ein bisschen zu heiß. Die Lufthansa hat ja allein in diesem Jahr 130% gemacht. Ja, ansonsten hatten wir wenig Nachrichten aus den einzelnen Branchen heraus, muss ich sagen. Wir warten heute Nachmittag noch auf die Vereinigten Staaten, den ISM-Index, die Bauausgaben und die Autoabsatzzahlen. Vielleicht tut sich ja da noch irgendwo was. Aber beim DAX, wie gesagt, sieht das Chartbild momentan eher eingetrübt aus. Also da sollte man aktuell etwas vorsichtig sein. Ja, wir sehen uns dementsprechend nächste Woche wieder. Am Montag werde ich natürlich ganz klar mal wieder für Sie berichten. Ansonsten wünsche ich Ihnen natürlich ein schönes Wochenende, einen schönen ersten Advent. Lassen Sie es bei Zeiten etwas ruhiger angehen und vergessen Sie auch mal für ein paar Stündchen die Börse.